Die Sonne geht unter, rund wie ein Ball. Auch ich fühle mich rund wie ein Ball. Da. Und das findest du romantisch? Ich fühle mich rund wie ein Ball? Hey, du hast gesagt, ich soll schreiben, wie es Marieke geht. Aber doch nicht so. Wenn Tobias das liest, dann denkt ihr doch, Marieke ist drogenabhängig. Ich habe ihm schon mal geschrieben, dass ich, also Marieke, voll auf Steak stehe. Und trotzdem läuft sie ihm immer noch. Los, was? Nimm auf. Was? Ich diktiere. Liebster Tobias, gestern habe ich geträumt, wir laufen Hand in Hand übers Meer. Übers Meer? Wie Jesus? Das ist ein Traum. Weiter. Manchmal haben wir uns angesehen und gelacht. Aber wir hatten keine Angst, denn wir wussten, das Wasser trägt uns. Weil das Meer so stark und wild und weich ist. Wie unsere Liebe. Wow. Ich hab dich wirklich sehr lieb, Tobias. Deine Marieke. Konstanze, ich wusste gar nicht, dass du so romantisch texten kannst. Ist alles eine Frage der Technik. Hey, wenn du mal irgendwann nichts Besseres zu tun hast, schreib mir doch auch was Technisches. Ich glaube, ich stehe da drauf. Ach, vergiss es, Cowboy. Jetzt, da der ganze Schülersprecher-Wahnsinn vorbei ist, könnte doch Konstanze eigentlich auch wieder in die Redaktion kommen, oder? Ja, klar, wenn sie will. Wir könnten auch dringend Hilfe bei der Schülerfirma gebrauchen. Ohne euren Top-Manager Kaschmir seid ihr wohl ganz schön aufgeschmissen. Definitiv nicht. Serena ist echt top als Chefin. Du, könntest du dir vorstellen, einen Artikel über das Speed-Dating zu schreiben? Ein Interview mit Miriam, ein paar Fotos? Würde ich ja gerne, aber ist mir zu anspruchsvoll. Okay, ja. Das war eine direkte Antwort. Danke fürs Gespräch. Immer gerne, Frau Chefredakteurin. Und tschüss. Der Typ ist echt zu nichts zu gebrauchen. Doch, schleppen kann er. Na toll. Der Artikel über Speed-Dating bleibt an mir hängen. Kann seine Mutter doch gleich als Rechercheopfer löchern. Die macht doch Online-Dating. Negativ. War bis jetzt noch keiner dabei, der ihr gefallen hat? Ach, zum Glück nicht. Ich kann echt keinen neuen Vater gebrauchen. Daniela, sind für dich. Was ist das? Naja, sieht man nicht sofort, aber erinnert geschmacklich an Quick. Das ist der von letzter Woche. Machst du? Nee, nicht schon wieder.
Bitte. Bei Daniela Schumann? Nee, ist nicht da. Auf vorbei. Ja, Flitterwochen. Ja, es ging schnell. Lieber auf den ersten Klick, immer. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Danke. Ich werde immer besser. Deine Schulden immer größer. Und das heißt? Speed-Dating heute Nachmittag in der Pulverhalle. Oh. Ich habe Frau Rottbach versprochen, da zu sein. Ich wäre froh, mit dem Wort Date nichts mehr zu tun zu haben. Du sollst dich mitmachen, du sollst da sein. Also mit mir so. Alles klar. Okay. Ich begleiche nur meine Schulden. Klar. Guten Appetit. Danke. Tschüss. Wie alle chemischen Gleichgewichte sind Säure-Base-Gleichgewichte auch konzentrationsabhängig. Das Hinzufügen des basischen NaOH, Natriumhydroxid, unterstützt die Abtrennung des Protons aus der Säure. Vorsicht! Ups, sorry. Chemiker brauchen eine ruhige Hand. Claro? Ja, klar. Ich konzentriere mich immer noch voll auf Marieke. Gibt's was Neues? Ja, sie hat von uns geträumt. Wie wir Hand in Hand übers Meer laufen. Hm. Ey, ich schwör's dir, Mann. So eine May habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Die ist so verknallt, Mann, und ich auch. Zwischen denen läuft was. Zwischen wem? Tommy und Constanze. Der mir jetzt so gemacht. Und sie tut so, als ob sie nichts gesehen hätte. Ja, Miriam sagt zwar, ich hab keine Ahnung vom Mädchen, aber glaub mir, letzte Nacht, da war was. Und wie fand's toll? Und sie denkt jetzt, sie muss auf schüchtern machen. Das ist eine kranke Fantasie. Hier zwischen denen läuft gar nichts. Ja, und das weißt du woher? Das weiß ich eben. Adrian, gib mal Constanze. Tommy, es reicht. Kranke Fantasie? Von wegen, hier wie's? Du bist der Hammer. Ah, das beweist jetzt noch nichts. Weißt du, was schlimmer ist als eine kranke Fantasie? Gar keine. Morgen allerseits. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Die Geschichtsarbeit ist besser ausgefallen, als ich mir das in meinen kühnsten Träumen zu hoffen wagte. Miriam, das gilt auch für deine Arbeit. Sie haben da was. Da. Nein, andere Seite. Hier. Das ist, Erdbeermarmelade. Entschuldigung, das, seit meine Frau praktisch zu Hause ausfällt, da fehlt eigentlich so ein bisschen die Erdkontrolle. Wie geht's dir denn? Bänderriss, wird eine Weile dauern. Ja, dann grüßen Sie ganz lieb von uns. Das mache ich gern. So, jetzt habe ich auch noch die Arbeit an Ihrer Zimmer liegen lassen. Ja, da, ja. Siehst du, deswegen brauchen wir das Speed-Dating. Gegen Frau Zeiss-Benderis? Weil er ohne sie nicht kann. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Wann bist du denn geboren? 1950? Guck dir doch mal Adrian an. Seid ihr mir gehorcht, dann seid ihr auch jetzt besser denn je. Miriam, gehorcht? Das klingt wie ein Dompteur. Wer perfekt sein will, muss an sich arbeiten. Und ihm fehlt nur noch die richtige Frau. Wie schätzt du denn seine Chancen so ein in dem Bereich? Ich weiß nicht. Die sind gleich null. Er hat einfach viel zu wenig Übung. Und deswegen das Speed-Dating. Das wird Adrians Abend. So, Herrschaften, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, teile ich die Arbeit am besten gleich aus. Tobias ist im Liebesrausch, weil wir das perfekte Duo sind. Naja, so gut war die Mail jetzt auch wieder nicht. Doch, die hat ihm den Rest gegeben. Ich kann's ja verstehen. Das hast du wirklich gut gemacht. Ja, aber das geht eh nicht mehr so lange. Sobald Tobias Marika anruft, platzt die Bombe. Keine Videonachricht. Es ist viel romantischer, wenn wir uns noch schreiben. Alles andere tut viel zu sehr weh. Ich glaube nicht, dass Tobias da noch länger mitmacht. Der will mehr. Dann müssen wir ihn mit irgendwas füttern. Irgendwas Dramatischem. Ein Blutstropfen der Geliebten. Albern. Ein Gipsabdruck? Ihre Hand, die dann meine ist, noch alberner. Naja, eigentlich habe ich da an was Persönlicheres gedacht. Ach, vergiss es! Hey, war nur eine Idee. Ich hab da etwas Besseres. Etwas, das wirklich zu Marie gepasst. Stillhalten. Muss das unbedingt sein? Oh ja. Schön.
So, und jetzt küssen. Aber mit Gefühl. Warum machst du das nicht? Du bist das Mädchen. Ja, aber Tobias ist dein Freund. Und außerdem hast du die Mädchenlippen. Na los. Für meinen Freund tue ich alles. Hast du abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Ist abgeschlossen. Sie kommen. Ja, versteck dich. Ja, wo denn? Sind die Nummernzettel für Speed-Dating wohl überflüssig? Offensichtlich. Ah, Tommy, du alter heimlich du. Ich muss gleich, dass ihr zusammen seid. Ja. Das ist wirklich nicht so, wie es aussieht. Hey, du hättest mir ruhig sagen können. Wir sind doch Freunde. Das tut mir leid, wirklich. Ja, du wusstest nicht, ob das mit Konstanze klappt, stimmt's? Genau, deshalb hab ich's dir nicht gesagt. Ja, das verstehe ich. Aber ab sofort keine Geheimnisse mehr, okay? Okay. Und, sag schon, du fängst an mit Konstanze. Keine Ahnung, irgendwie. Deine Nummer als Staatsanwalt, die fand sie gut, oder? Jo, ziemlich. Und, wie ging's weiter? Ich wusste ja gleich, dass da was läuft zwischen euch. Da weißt du anscheinend mehr als ich. Da läuft nichts. Knutschen. Hinter verschlossenen Türen. Komm schon. Wir haben nicht rumgeknutscht. Tommy, ich hab ihn geschminkt. Er wollte mal wissen, wie das ist. Ja, und weil das niemand sehen sollte, habt ihr die Tür zugeschlossen. Ja, weil Tommy das natürlich peinlich war. Klar. Mhm. Also abgemacht. Wir fahren zu dritt nach Bayreuth und besuchen Marieke. Hey, nicht so schnell. Ich hab gesagt, vielleicht. Ja, wie vielleicht? Wir sind beste Freunde und die Mädels werden's eben bald. Konstanze und Marieke, die sind völlig verschieden. Ja, na und? Klar, Marieke ist jetzt nicht so der Kopftyp. Total romantisch und so. Aber Konstanze ist da bestimmt offen für. Vielleicht zeige ich ihr mal die Mail, die Marieke mir geschrieben hat. Ja, vielleicht. Gute Idee. Wart's ab, die werden beste Freundinnen, Mann. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du tust nur so, als ob. Ja, aber kein Wort zu niemand. Und das nur, weil Tommy vor Hunderten von Jahren in Bella verknallt war, anstatt in dich? Ganz schön nachtragend. Ich habe mir Rache geschworen. Aber damals fehlte mir eine gute Idee. Ja, und die hier ist echt der Knüller. Ja, oder? Ich tue einfach so, als wäre ich in Tommy verknallt. Und dann mache ich Schluss und sehe zu, wie er leidet. Mhm. Krasser Plan. Mhm. Danke. Psst. Schon gut. Was meinst du? Sakko oder Pullover? Weder noch. Ich finde das Sakko ganz schön. Damit hast du alle vom Hocker. Vor allem die Mädchen. Raphael hängt durch wegen Daphne. Du kommst nicht mit. Ich übrigens auch nicht. Ich weiß nicht, was ich da soll. Dann bleib doch hier. Hey. Wir schicken unseren besten Mann. Die Mädchen werden auf dich fliegen. Und sich an ein Revers hängen. Haha, ich kann sowieso nicht so mit Mädchen. Versuch's doch mal mit einer gepflegten Unterhaltung. Über ein Thema, das dir spontan entfällt. Beispielsweise Logarithmen. Meinst du, das kommt an? Ja. Ach, Quatsch. Aber mit einer wie Pippi könntest du drüber reden. Ja, du musst es ja wissen, Kaschmir, ne? Irgendwann wird sie bestimmt auch wieder mit dir über solche Sachen reden. Vielleicht sogar bei Logarithmen. Ja klar, irgendwann. Aber solange bleibe ich hier, denke über meine Fehler nach und gehe nicht mit zum Speed-Dating. Brava, Kaschmir. Schade. Nee. Sei froh, wenn ich dabei wäre, hättest du keine Chance. Der war gut. Mach dich locker, du schaffst das. Ich habe 5 Geschwister, einen Hund, 2 Wellensittiche und meine Lieblingseissorten sind Limone, Schoko und Vanille. Echt? Echt? Du bist dran. Ja. Adrian. Hi, ich bin Katja.
Ich hatte schon 3 Freunde. Ich stehe auf viel Muskeln und Sport. Und du so? Hey. Ja, mir fällt nichts ein. Schade. Und, wie läuft's? Geht's. Jetzt komm, lach doch mal. Darauf stehen die Mädchen. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Was machst du denn da? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Oh, shit. Ich war gerade auf der Toilette. Ich hab wohl die Seiten verwechselt. Ey, warte. Wir können doch trotzdem quatschen. Oh, Alter, tut mir leid, aber das wäre mir nicht so mein Typ. Hi. Auch hi. Und wie läuft's bei dir so? Ehrliche Antwort? Ja. Ich will hier weg. Ich auch. Geht aber nicht, ich bin Schülersprecherin. Ja, und ich bin Schüler von Miriam. Du meinst, man darf seine Lehre nicht enttäuschen. Guckt sie gerade oder trötet sie gleich? Weder noch, sie flirtet. Was damit? Das. Hi. Hey, na, wie heißt du? Felix, hallo. Minka. Was machst du so? Und du? Das ist alles Mögliche. Wie Sport und. Hätte ich gewusst, dass die heute als Sittenpolizei hier sind, wäre ich definitiv nicht gekommen. Hast du irgendwo Adrian oder Serena gesehen? Nee. Wie soll ich denn jetzt hier anrufen? Ach, lass mal. Ich glaube, die sind eher mit sich selbst beschäftigt. Haben wir jetzt auch ein Speeddate? Mein Baby gehört zu mir, ist das klar? Gott, so peinlich. Das weiß ich, das weiß ich. Ich habe die Wassermelone getragen. Keine Ahnung. Wir kommen das doch eindeutig. Ich weiß es nicht. Was denn? Wird die denn sehen? Ah! Ich hoffe, kommen kann. Okay, ich. Krieg ich mal die Flips? Hier. Danke. Wusstest du, dass die größten Computer mehr als 3 Billiarden Rechneroperationen die Sekunde schaffen? Wow. Aber echt. Wusstest du, dass bei Dostojewskis Beerdigung 60.000 Menschen waren? Wow. Aber echt. Hey, du hast blaue Augen und ich habe blaue Augen. Das ist doch schon mal eine super Gemeinsamkeit. Ich habe grüne Augen. Oh ja, ist aber auch sehr schön. Aufstehen. Weg da, das ist mein Platz. Hey, das geht so nicht. Das geht. Das da ist mein Freund. Also, jetzt übertreibt sie aber. Ich wusste es. Konstanze ist eifersüchtig, wenn Marike auch. Machst du so einen Stress? Erst zählst du überall rum, dass wir ein Paar wären, was blöd genug ist, und dann gehst du zum Speeddaten. Ja, aber wir sind kein Paar. Für die anderen aber schon. Was denkst du, wie ich jetzt dastehe? Mach der Nummer wie eine krasse Kontrollschnalle. Okay, wir sprechen uns noch. Und dann sag ich dir, was Sache ist. Freu mich drauf. Wollen wir? Ja, ich bin Tommy. Hi, ich bin Julia. Cool. Du säger att kärleken aldrig var till för dig, att du aldrig känt vinden högt över trädtoppen. Du säger att den delar sig vid kinden och blir hel igen bakom dig. Och varje moln är trasigt, du räknar allt sorgligt. Natten lång och hon du älskade en gång och kanske älskar en spelar i. Yeah.
Tommy. Erstens. Bei Tobias, da mache ich nicht mehr mit. Das ist ab jetzt dein Problem. Zweitens. Du hast gesagt, dass wir ein Paar sind. Das war dein Auftritt und jetzt kommt meiner. Ich entscheide, wann Schluss ist. Mhm. Ich werde mich in 1 bis 2 Tagen plus minus x von dir trennen. Ganz offiziell. Und du wirst leiden und jammern und betteln, aber ohne Erfolg. Ich soll leiden. Vergiss es. Dann werde ich zu Tobias gehen und ihm alles erzählen. Die ganze Geschichte von Marikes E-Mail-Affäre. Gewonnen. Ich leide. Weil ich deine große Liebe bin. Deine ganz, ganz große Liebe. Kapiert? Mhm. Und immer daran denken, wenn ich dir das Zeichen gebe, mache ich Schluss. Oder wir bleiben zusammen. Es war so peinlich gestern. Was denn? Eure blöde Flirterei. Das war unser Abend. Wir haben gar nicht geflirtet. Wir haben aufgepasst und Filme geraten. Natürlich habt ihr geflirtet. Fragt mal die anderen. Ach komm. Meine Mutter hat übrigens fast alles erraten. Sie ist Lehrerin, sie kann nicht anders. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Filme eingestellt. Denn das ist meine Welt. Ihr spinnt. Ihr spinnt total. Auch Ming. Weg. War ja blöd. War nur Spaß. Ja, eben. Du, Serena hat mich morgen zur Frühschicht in der Cafeteria eingeteilt. Da ist aber ausnahmsweise Demokratie AG. Kannst du? Nee, bin dann morgen weg. Ah ja? Ja, ich muss mich um die Wale der Weltmeere kümmern. Erst Pressetermin in Bremerhaven, danach Segeltörn und anschließend müssen wir mit den Wale. Ja, ja. Ciao. Pippi, Scherz. Gebombt. Tobi. Danke. Marika hat geschrieben. Echt? Frag das nächste Mal, wenn du Frank einen Brief einsteckst. Ich wollte nur nett sein. Mit einem Kussmund von dir. Oh. Das ist ein Zeichen, Mann. Amor hat den Brief gebracht. Wer ist Amor? Ein römischer Liebesgott, du Nullchecker. Ah, der Gott der Liebe. So, Leute, genug gequasselt. Alles, was jetzt noch wichtig ist, findet im Unterricht statt. Auf geht's. Also. Alles, was nicht dazugehört, verschwindet vom Pult. Also, ich fahr nach Bayreuth. Nein. Na, logisch, nach dem Brief, Mann. Ich muss Marike sehen. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.